Darum ignoriert König Charles in Weihnachtsrede. König Charles, 74, wird Prinz Harry, 38, und Herzogin Meg Hans, 41, Netflix-Doku vermutlich nicht in seiner Weihnachtsansprache erwähnen, aber warum? Immerhin hatte Harry und Meghan eine Menge Schlagzeilen rund um das britische Königshaus zur Folge. Der Enkel der Queen, römisches Kreuz, 96, behauptete in der Serie unter anderem, dass sein Bruder William, 40, ihn angeschrien und sein Vater mit Lügen auf ihn eingeredet habe. Das Drama soll aus einem bestimmten Grund aber kein Thema in Charles' Weihnachtsrede werden. Wie in jedem Jahr wird sich das Oberhaupt des Königshauses zu Weihnachten wieder an das Volk wenden. Nach dem Tod der Queen übernimmt das erstmals König Charles, wie The Telegraph berichtet. Ist es jedoch unwahrscheinlich, dass er dabei auf die Schlagzeilen der vergangenen Wochen zu sprechen kommt. Die Rede sei bereits am 13. Dezember aufgezeichnet worden. Zu diesem Zeitpunkt war die erste Doku-Hälfte zwar schon zu sehen. Doch der zweite Teil mit den skandalöseren Aussagen war noch nicht veröffentlicht. Man geht davon aus, dass Charles an seiner durchdachten Botschaft nach dem Netflix-Drama keine Änderungen vornehmen wolle. Dafür soll aber ein anderer Royal durchaus Erwähnung finden, die verstorbene Queen. Er wird darüber sprechen, wie positiv sie war und wie integrativ sie war, behauptete der Autor Jeremy Archer gegenüber OK. Charles' Rede werde feierlich und besinnlich, aber auch Dankbarkeit beinhalten.